Ja, dann hallo zum heutigen Web-Talk. Bei mir geht es heute darum, was eigentlich offene Standards und Open Source mit offenen Online-Kursen zu tun haben und warum das sehr, sehr oft wichtig ist. Dazu gucken wir uns ein paar Sachen an. Und zwar habe ich erstmal überlegt, okay, was ist denn vielleicht für euch wichtig? Ist vielleicht wichtig, erstmal zu wissen, wovon wir da überhaupt reden. Also was ist dieses Open Source und offene Standards? Ich habe in die Wikipedia geschaut, wie das man häufig so macht, wenn man ein allgemeines Verständnis bekommen möchte. Und bei Open Source ist da ganz klar, der Quellcode ist öffentlich von einer Software und der kann von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden. Ja, also nicht wie, ich sag mal, ein fertiges Programm, was man aufruft und benutzen kann, aber nicht richtig weiß, was dahinter passiert. So kann man bei Open Source wirklich reinsehen, kann das ändern. Das ist für alle möglich. Jetzt braucht ihr überhaupt keine Angst haben, wenn ihr sagt, ich kann noch gar nicht programmieren, ich verstehe auch nicht, was da steht. Das ist häufig gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es prinzipiell gemacht werden kann, weil es gibt andere, die das können, die das dann entsprechend weiter ändern können und vielleicht aber auch mal gucken können, ob so eine Software überhaupt das macht, was sie überhaupt tun soll. Zu dem Begriff gibt es einen größeren Bereich der Abhandlung, wie das jetzt richtig zu bezeichnen ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn man das umfassender bezeichnen möchte, kann man es auch FLOSS nennen, was steht für Free oder Libre Open Software, Source Software. Da wird einfach nochmal stärker darauf hingewiesen, dass es einerseits auch wirklich, also einerseits kostenlos ist und andererseits aber trotzdem ein Teil, also bei Open Source vor allem Teil der Wirtschaft ist. Also Open Source heißt nicht, dass irgendwie alles verschenkt wird. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Was ist ein offener Standard? Ein offener Standard ist ein Standard, also eine Norm, eine Industrienorm, der für alle Marktteilnehmende besonders leicht zugänglich, weiterentwickelbar und einsetzbar ist. Also wenn ich quasi, wenn ich weiß, was sind sonst so Industriestandards, sind USB-Anschlüsse zum Beispiel, die ihr in euren Computer reinsteckt, dann möchte ich ja, dass jedes Gerät, was mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist, auch in meinen Computer reinpasst. Deswegen gibt es Standards und offene Standards sind halt so, dass sie eben jede oder jeder, der da was entwickeln möchte, also das einfach nutzen kann, ohne dass jetzt große Lizenzgebühren bezahlt werden müssen oder dass es eigentlich auch ein kleines Geheimnis ist, was da jetzt genau funktioniert. Das Wichtigste ist daran, dass offene Standards heißt, dass sie immer kompatibel zueinander sind. Ich hatte einmal in einem Gespräch ein ganz großes Missverständnis, als ich auf einem offenen Standard gesprochen habe und der Mensch gegenüber dachte, ich rede die ganze Zeit darüber, dass es so jeder so ein bisschen machen kann, wie er möchte und dann könnte man doch besser gleich was Eigenes machen und das ist aber nicht der Punkt, sondern es ist ein Standard, der schon sehr, sehr beschreibt, wie die Sachen sein müssen, damit sie dann eben zueinander passen können. Wo findet man das bei offenen Online-Kursen und was bringt das eigentlich? Ich habe im Nachhinein jetzt mir so ein paar Sachen rausgegriffen, die sind absolut nicht umfassend. Es gibt sehr viel mehr, aber ich glaube daran, ich habe versucht, die wichtigsten Sachen rauszugreifen und dass man sehen kann, welche Vorteile das bringt. Fangen wir an bei Lernmanagementsystemen oder Kursmanagementsystemen. Ihr kennt sicherlich Moodle, was eine Open-Source-Software ist. Ilias oder OpenOLAT sind weitere Beispiele, die frei runtergeladen werden können, die erweiterbar sein können und als Open-Source vorliegen. Was bringt das, wenn ich ein Kurssystem bei mir installiere in Schule, Hochschule, Weiterbildung, das Open-Source ist? Zum einen kann ich es anpassen. Also das fängt mit ganz einfachen Sachen wie einem Logo an oder einer Farbgebung, die vielleicht zu meinem Corporate Identity passen muss. Ich kann aber auch Module hinzufügen oder ich kann bestimmte Funktionalitäten hinzufügen. Ich kann andere Systeme anbinden. Gerade bei Lernmanagementsystemen oder Kursmanagementsystemen ist es zum Beispiel wichtig, dass ich die Teilnehmenden verwalte und die kommen vielleicht aus einem anderen System, aus einem Hochschulinformationssystem oder aus einer anderen Identity-Management-Software. Ich kann Erweiterungen hinzufügen, wie beispielsweise H5P, das was für Moodle sehr, sehr beliebt ist, und kann auch diese Erweiterung selber entwickeln, wenn ich das möchte, weil dieser offene Standard genau, diese offene Open Source genau beschreibt, wie Erweiterungen aussehen müssen, damit sie zu Moodle oder zu Ilias oder zu OpenOLAT passen.
Ich kann genau diese entwickelten Erweiterungen auch austauschen untereinander. Das heißt, ich muss nicht alles selber machen, sondern kann das auch verteilen und die eine Hochschule entwickelt das und die andere Hochschule entwickelt das und zum Schluss haben wir beide die Möglichkeit, das gegenseitig zu nutzen. Und damit entsteht auch eine sehr starke Community, die sich damit auskennt, ohne dass die jetzt bei Moodle arbeiten muss oder so, sich in Foren weiterhelfen kann und da eben auch Support anbieten kann. Auch das muss nicht kostenfrei sein, sondern kann durchaus im Rahmen von Dienstleistungsverträgen stattfinden. Ich werde ja auch von der Hochschule dafür bezahlt, um mit Moodle umzugehen. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Das Moodle, in dem ich aktuell am meisten arbeite, ist das von oncampus.de. Das sieht jetzt gar nicht so aus wie ein klassisches Moodle, aber wenn man jetzt gucken, jetzt einen Kurs öffnet, dann sieht man hier, ich habe die Kapitel, ich habe die Lektionen, ich habe hier unten H5P-Schnickschnack drin, ich habe Textfelder drin, ich kann weitere Quizzes machen, ich habe einen Chatbot noch eingebaut. Das ist ein Moodle-System, was eben auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Das ist aber zum Beispiel auch an andere Systeme angebunden. Also unsere Oberflächen und unsere Zertifikate generieren sich aus einem Backend, was Modalis heißt, was hier anders umgesetzt ist. Wir haben zum Beispiel die offene virtuelle Hochschule Bayern, OpenVHB, ist ein anderes Kurssystem, wird in Bayern gehostet, sieht dem On-Campus-Moodle sehr ähnlich, was den Grund hat, weil das gemeinsam entwickelt wurde. Und auch da steckt Moodle dahinter, wenn ich in die Kurse reingehe. Ein weiteres Beispiel, das sich gerade in der Entwicklung befindet bei uns, ist das Future Learn Lab von der Technischen Hochschule Lübeck. Hier wollen wir ähnlich wie bei oncampus.de auch Kurse bereitstellen, die aber sich an vielen Stellen sicherlich auch noch auf einen stärkeren experimentellen Level bewegen werden, mit denen wir auch Sachen wie die App mal ausprobieren können. Also die Moodle-App, mit der wir, ich kann mich mal einloggen, mit der wir Learning Analytics Sachen durchführen wollen und eben, naja, ein bisschen mehr Freiheiten machen können, als wir jetzt auf ein System tun würden, das über 100.000 Teilnehmer hat. Und um vielleicht nochmal ein ganz anderes Look and Feel zeigen zu können, eMorgs, also die österreichische MOOC-Plattform, da steckt auch ein Moodle dahinter. Das sieht, also ich sag mal so, ich sag mal, sieht ganz anders aus. Natürlich erkennt man ähnliche Elemente. Also auch hier hat man Lektionen oder Kapitel, auch hier hat man Videos, zum Teil hat man H5P-Elemente drin. Man erkennt nachher die Muster wieder, aber gestaltet ist es eben ganz anders. Und das geht eben genau deswegen, weil Moodle Open Source ist und sich das jeder ein Stück weit einrichten kann, wie er oder sie möchte, wenn er oder sie das kann. Eine andere Systemklasse, die dem Ganzen sehr ähnlich sind, sind Content-Management-Systeme, also Systeme, die dafür sorgen, dass Webseiten gut aussehen, ohne dass ich die komplett selber installieren muss. Ihr kennt sehr wahrscheinlich WordPress, was ein Blogsystem ist. Ihr kennt vielleicht Drupal, Typo3 oder auch MediaWiki. Und hier ist es dadurch, dass es Open Source ist, möglich, dass ich ganz, ganz viele Themes draufspielen kann. Das heißt, ich kann dann damit festlegen, wie es aussieht. Und das ist nicht einfach nur, dass man jetzt eine fette Überschrift oder eine nicht fette Überschrift hat mit einer anderen Schriftart, sondern man kann auch einzelne Blöcke anders anordnen, sodass dann ganz unterschiedliche Use Cases für diese Webseiten umgesetzt werden können. Wir haben verschiedene Plugins. Wir können mit WordPress ganz verschiedene Sachen machen. Ebenfalls auch H5P einbinden oder Podcasts oder Literaturmanagementsysteme. Wir haben selbst Plugins, um aus einem WordPress-System wieder ein LMS zu bauen. Auch diese sind entwickelt worden auf der Grundlage dessen, dass es offen ist und dadurch verteilt werden konnte. Die meisten Content-Management-Systeme haben RSS-Feeds, was wieder ein offener Standard ist, auf den komme ich nachher nochmal zu sprechen, mit dem man noch ganz viele tolle Sachen machen kann. Man kann in WordPress jetzt vor allem auch Pingbacks machen. Das heißt, wenn ich auf einem anderen WordPress-System einen Blogbeitrag verlinke, dann kriege ich durch diesen Pingback eine Nachricht und so weiß ich quasi, ah, ich bin auf einem anderen WordPress-System erwähnt worden. Und diese Zusammenarbeit klappt eben vor allem deswegen, weil diese Schnittstellen offen sind. Wie kann das aussehen? Ich habe mir mal ein paar Beispiele für WordPress ausgesucht, damit man sehen kann, dass dann eben genau die Sachen sehr unterschiedlich aussehen können.
Ihr kennt sehr wahrscheinlich die Webseite vom OER-Camp, weil ihr vielleicht das dadurch auf dieses Video gekommen seid. Hier hat man verschiedene Seiten, die hier drin dahinter liegen. Da können auch dann Inhalte sein, da können Videos hinterlegt werden. Da steckt ein WordPress-System dahinter. Ja, also da kann man, also hier gibt es noch keine Aufzeichnung, weil die findet jetzt gerade statt. Man kann aber auch mit WordPress eben andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel einen Podcast in einem WordPress-System umsetzen. Gibt es das Plugin Podlove, was sich darum kümmert, dass man hier so Kapitelmarken einfügen kann, dass man Informationen angeben kann und damit zu einem WordPress-System wirklich einen Podcast-Webseite machen kann, ohne da einen Drittanbieter zu brauchen. Oder man kann auch auf einem WordPress-System einen Online-Kurs stattfinden lassen, wie das bei den Illonauten zum Beispiel der Fall gewesen ist. Da gab es innerhalb des WordPress-Systems Gruppen, die eingerichtet wurden, in denen auch diskutiert werden konnte, in denen Menschen sich ausgetauscht haben, bei denen man über den RSS-Feed informiert wurde. All das ist damit möglich gewesen. CMS, eine ganz andere Geschichte, ist MediaWiki, auch um damals ein paar Beispiele gegenüberzustellen. Das bekannteste sicherlich ist die Wikipedia, ich glaube, Grundlage für die Entwicklung des MediaWikis war. Sehr ähnlich aussehend mit einer anderen Ausrichtung ist das Klexikon. Das Klexikon ist quasi eine Wikipedia für Kinder, weil die Wikipedia an vielen Stellen ja immer etwas kompliziert zu verstehen ist, wenn man das mit Kindern durchgucken möchte. Und so hat sich das Lexikon gedacht, dann schreiben wir doch die Artikel so verständlich, dass sie eben für Kinder gedacht sind. Und es schreiben auch Kinder mit, weil es ist ein Wiki, da können alle reinschreiben. Ein bisschen anderes Aussehen hat das neue Zoom-Wiki, was Zoom-Unterrichten heißt. Hier gibt es Unterrichtsmaterialien, das ist ein Verein, den gibt es schon wahnsinnig lange und die tauschen Unterrichtsmaterialien eben auf solcher Wiki-Basis aus. Die haben letztes oder vorletztes Jahr einen großen Relaunch gehabt und seitdem gibt es dieses Wiki in dieser super schönen Ausführung. Und um noch eine weitere Möglichkeit zu zeigen, wie ein MediaWiki aussehen kann, das ist ein sogenanntes Loop. Das wird bei der TH Lübeck verwendet, um digitale Skripte bereitzustellen. Also wenn ich jetzt Studierende wäre, dann könnte ich mir hier eben meine verschiedenen Inhalte rausziehen. Das wird dann angeordnet und wird entsprechend gestaltet. Ich habe hier ein paar Erweiterungen eben, um Code hervorzuheben, um Merksätze hervorzuheben, um Medien einzuführen. Ich habe diese Erweiterungen, die ich bei Skripten häufig brauche, sowas wie Literaturverzeichnisse oder Abbildungsverzeichnisse. Und ich habe auch weitere Möglichkeiten, um PDFs oder EPUBs zu exportieren, wenn ich das nicht am Rechner lesen möchte, sondern vielleicht lieber auf dem E-Reader. Das alles kann MediaWiki sein und diese Anpassungen können eben deswegen stattfinden, weil es Open Source ist und jeder das quasi für sich selber machen kann. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, der mit offenen Standards überschrieben ist, eben genau diese Normen und Regeln, die für alle nutzbar sind, ohne dass sie irgendwelche Lizenzgebühren bezahlen müssen oder erstmal jemanden fragen dürfen, ob sie den Standard überhaupt nutzen dürfen. Hier als Beispiel habe ich mal rausgesucht HTML, RSS oder Open Badges, die vielleicht im Bildungs- und Bildungstechnologienbereich relevant sind. Da geht es eigentlich zusammengefasst um eins, Interoperabilität. Ja? Also wenn ich da auch gleich in die Beispiele reinkomme, für HTML habe ich mir gar keins gesucht, weil HTML ist quasi jeder Browser. HTML habe ich als Standard dafür, dass ich, wenn ich Firefox nutze, keine andere Sprache brauche, als wenn ich in Chrome eine Webseite aufrufe oder auch wenn ich sie im mobilen Browser auf dem Smartphone aufrufe. HTML kümmert sich darum, dass das alles überall gelesen werden kann und jeder Browser kann quasi dann diese verschiedenen Ansichten interpretieren. Was ist RSS? RSS war, glaube so in den 2000er Jahren eine große Bereicherung und es ist weiterhin, ihr kennt das vielleicht von Blogs, dass man bei Blogs abonnieren kann, also Weblogs, dass man neue Neuigkeiten zugeschickt bekommt.
Jetzt mal, um einfach auch noch ein zweites Beispiel zu nennen, sind Podcast-Feeds, die über RSS vermittelt werden. Das heißt, wir haben uns vorhin schon angeguckt, wie so eine Folge aussehen kann. Das Ganze kann ich abonnieren und kann mir dann hier den, also ich möchte den Podcast abonnieren, kann mir hier schon aus einer Reihe an Apps, die mir vorgeschlagen werden oder Cloud-Apps aussuchen, vielleicht ist eine von mir dabei, dann weiß ich durch die Anwendung schon, wie das aufgerufen werden kann. Oder ich kann mir auch den Podcast-Feed kopieren. Der sieht in echt jetzt, naja, so aus, wie man sich einen Webstandard vorstellt. Das heißt, hier ist irgendwie ganz viel Code und dazwischen stehen die Sachen, die Links zu dem Podcast und die Links zu den Shownotes. Und aber dieser Feed macht, dass ich auf meiner App, wo auch immer ich den Podcast höre, das Bild angezeigt bekomme, den Ton, den Ton für den Podcast, die Audiodatei herunterladen kann, dass ich die Shownotes dazu habe und dass ich aber auch erinnert werde, wenn ich neue Folgen bekommen habe. Das alles ist genau durch diesen Feed ermöglicht. Gut. Dann habe ich noch Open Badges. Open Badges sind ein Standard, den ihr vielleicht aus Moodle kennt, vielleicht aus LinkedIn oder anderen Systemen, bei denen ich Badges bekommen kann, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, wenn ich eine Aktivität abgeschlossen habe oder sonst irgendwie eine Leistung bekommen habe. Dann gibt es die Badges und diese Badges kann ich über mehrere Systeme hin nutzen. Ich habe mein Backpack, heißt das dann, bei Badger gehostet und kann dort erstmal alle Badges reinladen, die ich woanders bekommen habe. Und in diesem Backpack kann ich eben auch gucken, ja, das ist ein Badge, den ich tatsächlich irgendwann bekommen habe. Wenn ich das weiterschicke, dann kann auch derjenige, den ich das geschickt habe, mal gucken, ob das alles so stimmt und ob die Metadaten da ist. Und ich kann auch auf die Seite springen. Moment. Ich kann auch auf die Seite springen, bei der der Badge mal ausgestellt wurde, also am Campus, und der kann auch nochmal bestätigen, dass ich das wirklich habe und dass das mein Badge ist. So kann ich quasi über Plattformen hinaus nachweisen, welche Kompetenzen ich da gesammelt habe. Zu Badges wird es auch noch mal ein weiteres Webinar geben. Da tue ich mich dazu noch mal ein bisschen genauer aus, wenn ihr jetzt noch nicht so richtig verstanden habt, wofür das da ist und warum ich das austauschen können sollte. Und schließlich, was es auch fürs Lernen und für OER noch mal so interessant macht, sind interaktive Lerninhalte. Auch gibt es auch mit offenen Standards oder unterstützt durch offene Standards. Das ist super, weil ich dann nämlich sie auf verschiedenen Systemen nutzen kann und damit die 5V, die ja bei OER sehr wichtig sind, also ich kann diese Lerninhalte verwahren, ich kann sie verwenden, ich kann sie verarbeiten, ich kann sie vermischen, um für andere Szenarien einsetzbar zu machen und ich kann sie auch wieder verbreiten, um eben so die Vielfalt auch zu nutzen, in anderen Lernszenarien zu packen, nochmal Änderungen durchzuführen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, man kann sie dadurch eben auch gemeinsam bearbeiten. Also ich kann sie nicht nur bearbeiten, wenn ich sie erstellt habe, sondern ich kann sie auch weitergeben und jemand anders kann darin ändern, weil wir eben genau die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten haben. Als ein Beispiel habe ich was genommen, was neulich über die Telegram-Gruppe reinkam. Und zwar hat die Kit ein super schönes eine H5P-Infografik gebaut, bei der ich jetzt an sich gar nicht gesehen hätte, dass es H5P dahinter steckt, wo man Grundlagen zu Geophysik sich zusammensuchen kann. Da sind kleine Videos verlinkt, da sind weitere Inhalte drin, die man so runterscrollen kann. Und eigentlich erst hier ganz unten am untersten Rand, da, wo Reuse steht, da erkenne ich dann die H5P-Leiste wieder. Und ich kann jetzt dieses Material nehmen und kann, wenn ich hier oben bin, kann es herunterladen und kann es in mein System wieder hochladen, was auch ein H5P-Plugin hat, sei es ein Moodle, sei es ein WordPress-System oder Drupal oder welches auch immer, und kann das weiterverwenden. Und ich darf es auch, weil wir haben ja gesehen, da unten prangte ein CC BY-Logo. Deswegen kann ich das weiterverwenden und es geht auch sehr einfach, weil H5P da einfach mitgedacht hat.
Auch weitere Tools setzen darauf auf, dass ich frei lizenzierte Materialien super gut weiterverwenden kann und abändern kann, wie ich das möchte. Es gibt das wahnsinnig umfangreiche Tool Glitch, auf das ich gar nicht so groß eingehen möchte, weil das einen eigenen Web-Talk wert wäre. Aber ich kann zum Beispiel hier, ich habe mal eine Seite aufgerufen von Nele Hirsch, die hat hier so einen Comic erstellt. Und bei diesem Comic kann ich sagen, boah, der gefällt mir, den würde ich gerne remixen. Und Moment, ich kann es auch gleich im eigenen Fenster machen. Und dann dauert das ein Stück weit. Und dann werden mir hier genau diese Dateien, die dazugehören, für diesen Comic angezeigt. Ich kann mir auch den parallel anzeigen lassen. Und dadurch, dass eben auch hier auf offenen Standards gearbeitet wurde, nämlich Markdown und HTML in dem Fall, sehe ich eben genau diese Inhalte her und kann die direkt ändern und für mein eigenes, also das wird dann gleich hier auch sichtbar, für mein eigenes System verwenden. Das Gute ist, es basiert wirklich komplett auf eigenen Standards. Das heißt, ich kann, wenn ich das fertig gebaut habe, kann ich das runterladen, ich kann es in GitHub laden, ich kann es mir überall anders speichern. Ich bin nicht davon abhängig, dass es Glitch in 3 Jahren noch gibt. Also wenn ich das runtergeladen habe, kann ich das in jedem anderen Browser verwenden. Das, was Glitch wirklich sehr gut macht, ist eben genau diese geteilte Ansicht, mit der ich Sachen schön schnell ändern kann. Und eben auch die Möglichkeit, mir von anderen Menschen die Inhalte schnell zu kopieren, die mal anzusehen, kurz zu ändern und weiter zu verwenden. Weil also das jetzt selber aufzubauen, da hätte ich erstmal eine ganze Weile gebraucht und dann auch hätte ich ganz, ganz tief in meiner CSS-HTML-Kenntniskiste kramen müssen. Gut, das ein Einblick, welche offenen Standards und welche Open-Source-Sachen uns bei offenen Online-Kursen denn überhaupt so begegnen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, warum ist das eigentlich so wichtig? Es gibt auch kommerzielle Online-Kurs-Tools und Autoren-Tools. Wir könnten das auch damit machen. Ja, das könnten wir. Es gibt aber verschiedene Gründe, weshalb man sich für Open-Source entscheiden könnte und zum Teil auch sollte. Kommen wir erstmal von der Seite, die bei Open Source nicht gern vergessen wird, aber vielleicht nicht so offensichtlich ist. Zum einen ist es ein Wirtschaftszweig. Ja, also innerhalb der Entwicklung können so eben Synergien zusammengefasst werden, seien es die finanziellen Ressourcen, also in dem Moment, wo die Entwicklung verteilt stattfindet. Also ich weiß nicht, was Moodle an Entwicklungskosten mittlerweile wirklich hatte, weil es auch verteilt ist. Ja, also verschiedene Menschen konnten ihren Beitrag leisten und so konnte dieses große, mächtige Tool entstehen, was jetzt vielleicht auf dem Bildungsmarkt gar kein Budget gehabt hätte, wenn es aus einer Hand bezahlt werden müsste oder wenn es von einem Gewinn leben müsste. Und auch die Entwicklungsressourcen, also das IT-Fachpersonal, Entwickler, Entwicklerinnen, die gibt es nicht so wahnsinnig häufig, sind überall gefragt und gerade im Bildungsbereich, ehrlich gesagt, ist zumindest nicht der Bereich, wo man sicherlich das meiste Geld holen kann. Von daher ist es gut zu wissen, dass man diese vielen Aufgaben, die anfallen, auch noch verteilen kann. Und man muss schließlich auch sagen, dass mittlerweile hinter Open Source deutlich Marktinteressen stecken. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass es eine Open Source Business Alliance gibt von Unternehmen, die gemeinsame Entwicklung von Open Source vorantreiben und das zum Teil auch einfordern. Wenn wir an Open Data Initiativen von Bund und Ländern denken, dann gibt es viele Unternehmen, die sagen, boah, wenn ich diese Daten hätte, könnte ich daraus ein Geschäftsmodell bauen. Das kann ich aber nur, wenn diese Daten wirklich offen sind und wenn ich es gut abgreifen kann. Und möglichst, wenn schon Analysen gefahren wurden vom Land oder vom Bund, diese mit Open Source Software gemacht wurde, ist, damit ich meine eigenen Systeme auch gut andocken kann, ohne da nochmal zusätzlich Aufwand zu haben. Und auch hier die Bedeutung des Ganzen konnte man jetzt vor, ich glaube, letztes Jahr war es, nochmal deutlich sehen. Da hat Microsoft GitHub für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft, weil das System in der Open Source und auch in der Entwicklungsphase etwas so eine große Bedeutung gekriegt hat, dass Microsoft das erkannt hat und zumindest die Nachhaltigkeit heben wollte oder entsprechende Richtlinien vorgeben wollte.
Für uns ist aber vielleicht wichtiger, so was bringt das für die Bildung? Auch hier sieht man Synergien. Ja, also ich glaube, keine Bildungseinrichtung hätte so ein Monstersystem, also positiv gemeint, wie Moodle entwickeln können, sondern es ist eben genau dadurch entstanden, dass man sagt, okay, wir haben den Teil beigetragen und wir haben den Teil beigetragen und jetzt können wir das gut austauschen. Auch was den Support und die Planung angeht. Also es gibt regelmäßige Treffen von Moodle entwickelnden Hochschulen oder Schulen, bei denen man eben gucken kann, was brauchen wir denn alle und können wir das nicht auf mehrere Köpfe verteilen. Wir können es anpassen. Also wie gesagt, man kann es ranhängen. Bei Hochschulen ist es beliebt, das an ein Chiplet-System, an irgendein Single-Sign-On-System zu packen, damit Studierende nicht viele Accounts brauchen für jedes Moodle, sondern oder für jedes System, was die Hochschule bereitstellt, sondern nur einen Account brauchen, den sie dann verwalten können. Oder eben ein Logo austauschen. Oder ich möchte Studierenden mehr erlauben oder weniger erlauben. All das kann ich dann schnell selber umsetzen und muss eben nicht die anbietende Firma beauftragen, was nochmal extra Geld kostet, was vielleicht auch schwer abschätzbar ist, was ich an Budget brauche. Ich kann so das Ganze auch Richtung Teilhabe und Inklusion vorantreiben. Open Source Software kostet in der Regel erstmal kein Investment Geld, sondern es kostet Ressourcen in Zeit und es kostet Ressourcen in Pflege und die möchte ich auch nicht kleinreden. Aber die Anschaffungskosten sind erstmal nicht die Frage, die man sich stellen muss. Man muss sich Fragen um Server kümmern, um Personal, aber nicht darum, ob ich jetzt eine Hochschule mit viel Budget bin, die sich das auch leisten kann. Teilhabe kann aber eben auch bei offenen Open Source besonders gut dadurch erreicht werden, dass ich Inklusion vorantreiben kann. Jede und jeder können Plugins schreiben, die für sehbehinderte oder hörbehinderte Menschen das Ganze so erweitern, dass sie damit gut arbeiten können. Open Source Software arbeitet auch viel mit offenen Standards und für offene Standards gibt es auch schon andere Lösungen. Also wir haben vorhin gesehen, HTML ist ja zum Beispiel so ein offener Standard. Wenn ich als sehbehinderte Person einen Screenreader habe, der mir Sachen vorliest, dann kann der HTML nutzen. Wenn ich eine andere Sprache nutzen oder keine offenen Standard verwenden würde, dann würde mein Screenreader davor stehen und sagen, ja, kann ich dir nicht vorlesen, weil ich verstehe das nicht, was hier steht. Deswegen sind da offene Standards auch für die Inklusion wichtig. Und sicherlich gerade im Bildungsbereich die Frage der Nachhaltigkeit. Es wird viel über Projekte entwickelt, es wird viel über, naja, über jetzt gerade mal Zuschüsse beschafft. Und die Frage ist halt, kann ich es dahinter gut selber weiter betreiben, wenn ich Lizenzkosten habe und wenn ich Kaufkosten habe, wird es eher nicht so der Fall sein. Und dazu kommt, wenn ich einen offenen Standard habe und dieser Standard wird vielleicht obsolet, weil ich irgendeinen anderen Standard habe, der das Ganze besser machen wird, dann kann ich das Ganze viel besser überführen, wenn es Open Source ist, als dass ich wirklich das extern nachbauen muss. Und schließlich vielleicht als politische Motivation oder gesellschaftliche Frage ist, gerade Gelder, die in öffentliche Bildungssysteme fließen, sollten darin münden, dass es ein öffentliches Gut wird. Das heißt, wenn ich einer Schule ein Lernmanagementsystem hinstelle, dann wäre das gut, dass ich es nicht nur dieser Schule hinstelle, sondern dass andere Schulen davon profitieren können, wenn ich da eine Entwicklung mache, dass das auch eine andere Schule hat. Sonst entwickelt das wieder jede Hochschule selber, jede Schule selber. Und deswegen ist da die Förderung von verschiedenen Interessengruppen. Ich habe jetzt hier mal noch die Kampagne der Wikimedia hinterlegt, aber auch das Bündnis Freie Bildung und andere Interessengruppen, die sagen, wenn ihr ins öffentliche Bildungssystem Geld reingebt, dann ist es wichtig, dass es wieder für alle auch genutzt werden kann, damit es nachhaltig wird. Gut. Von daher, ich wollte euch mit diesem Webinar einen Einblick in dieses Open Source Schweizer Taschenmesser geben. Das heißt, OER ist ja nur ein ganz kleiner Teil von diesem Open Gedöns, was da draußen rumfliegt. Es gibt Open Access, was den Wissenschaftsbereich noch gibt, Open Business, Open Data, hatte ich vorhin schon angesprochen, bei denen Daten genutzt werden können. Und man sieht, wie schön das ineinander greift und deswegen fand ich, ist Open Source auf alle Fälle war ein Thema, was im Bezug auf OER und offene Online-Kurse besonders nochmal betrachtet werden muss, eben weil offene Online-Kurse so viele Möglichkeiten, so viele Technologien da zusammenführen und für die in den Einzellösungen natürlich das auch nochmal wichtig ist zu sagen,
das nachhaltig umzusetzen, weil wenn es sonst Probleme gibt mit den Anbietern oder ein Dienst vielleicht teurer wird und dann muss ich mir Gedanken machen, dann ist das nicht nachhaltig. Das wäre es von mir, für meinen kleinen Input und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Map Talk.